Hallo und herzlich willkommen zurück bei die Gilde Gaukler, Gruften und ein Wirt. Und so sieht jetzt unser Wirtshaus aus, die Kellerstube. Nachdem wir sie aufgewertet haben, haben wir jetzt einige neue Möglichkeiten. Wir können neue Sachen produzieren, wir können neue Leute einstellen, wir können neue Erweiterungen vornehmen. Und vor allem das Gebäude sieht jetzt anders aus. In dem Fall jetzt halt so. Immer noch mit dem schönen Schild an der Seite und natürlich immer noch mit einer eigenen Brauanlage für das leckere Kellerstubenbier. Und das allererste, was ich jetzt machen werde, ist jemand Neues einstellen. Wir suchen nach einem Schankjungen. Und dann gucken wir mal nach dem Schnapsfässchen, obwohl das ist ein bisschen teuer. Ich gucke lieber nochmal im Schankraum, was wir da alles machen können. Eine Destilliererlaubnis, ja, aber die ist auch noch sehr teuer. Aber die dunkle Ecke hätte ich gerne. Die wollte ich ja eigentlich schon relativ zu Anfang haben. Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Ja, hallo Oskar. Ja? Oskar macht uns jetzt Dünnbier. Und die anderen beiden auch. Immer ich. Ja, immer du. So. Und damit ihr auch glückliche kleine Helferlein seid, werdet ihr jetzt nochmal eine Prämie bekommen. Und ich werde das Lohnniveau ein bisschen anziehen. Nee, auf... Genau, Lohnkosten gesamt. 500 ist eine runde Zahl, das kann man sich schön merken. So. Und genau, wir können nämlich was Neues produzieren. Was können wir denn produzieren? Starkbiere. Sehr, sehr schön. Aber die brauchen natürlich auch mehr Rohstoffe. Mit dem Fahnenbraupilsen habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Das lässt sich sehr schön verkaufen. Das steigt sehr schön im Preis. Hat allerdings den Nachteil, wir brauchen dafür Holzzapfen. Holzzapfen können wir leider nicht selber produzieren. Das produziert die Drechslerei oder Tischlerei oder wie auch immer. Ich glaube, als nächstes werden wir mal Starkbiere produzieren. Aber dafür ist es erstmal erforderlich, dass wir einen neuen Lagerplatz bauen. Und zwar im Produktlager. Und dann schicken wir auch gleich mal erstmal die Karren in Reparatur. So. Ja. Dann gucken wir mal weiter. 21, nächstes Jahr können wir also weitermachen. Das heißt, ich könnte jetzt dieses Jahr nochmal meine Fähigkeit Handwerkskunst trainieren. Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. Supi. Und der Tinnef, der ist immer noch in der Ausbildung zum Dieb. Ich frage mich allerdings, was muss man als Dieb lernen? Also, ne? Das Schnapsfässchen nehmen wir auch direkt mal mit. Das kostet nur 900. 25% Produktivitätsboni. Die Reparatur eines eurer Karren ist abgeschlossen. Das können wir mal machen. Wie viel Weingeist haben wir? 23 Weingeist. Da können wir erstmal eine ganze Menge Dünnbiere mit produzieren. Ich bleibe jetzt im Moment zumindest noch im Augenblick auf den Dünnbieren. Und möchte dann nachher erst mit den Starkbieren anfangen, wenn ich das Lager wieder voll habe. Also das Rohstofflager, vor allem wenn ich dann wieder mehr Gerste habe. Ich kann eigentlich auch mal schauen, ob ich nicht tatsächlich schon Gerste bekomme. Dann können wir vielleicht zweimal Gerste und einmal noch Roggen holen. Finanziell sollte das passen. Also ich muss gestehen, normalerweise ich spiele immer auf sehr schnell. Ja? Ich mache das jetzt tatsächlich im Let's Play nicht, weil ich sonst befürchte, irgendwann läuft hier einfach immer wieder die Nachrichtenzeile voll. Das ist auch im normalen Einzelspielerspiel kein Problem. Würde aber ein bisschen lästig, wenn dir ständig der Sprecher dazwischen quatscht, während du selber redest. So, zweimal Gerste. Habe ich gesagt. Und einmal Roggen. So. Jetzt bin ich auch schon wieder pleite. Das ist unfassbar. Was man für so ein bisschen... Mit so ein bisschen Säcken voll... Mit Getreide, was man dafür bezahlt. Jetzt habe ich noch genau einen Dukaten. Oh, da habe ich was gewonnen. Ja. Auf einem Feld unweit der Stadt findet ihr einige antike Scherben. Trotz eurer Beteuerung, das sei doch Tant, überreicht man euch auf dem Marktplatz einen Beutel mit 403 Dukaten. Ja, teurer Tant. So. Eine Erweiterung genau. In einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Das war mir klar, dass wir jetzt noch ein bisschen übrig haben. Aber dann schicken wir direkt mal einen Spion los. Der sammelt dann nämlich Informationen, die können andere kaufen.
Das ist auch eine schöne, ja, eine schöne Einnahmequelle jetzt nicht, weil es nicht besonders regelmäßig ist, aber es ist zumindest gut. Und weil jetzt gerade die Dünnbiere so viel wert sind, werde ich die jetzt sofort verkaufen und warte nicht darauf, dass es 10 werden. Ja, ja. 555 ist ein sehr guter Preis. Der muss jetzt nur noch bleiben, bis der Karren am Marktplatz ist. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst ein wenig steigen. Und schon wieder ein Pamphlet wegen mich. Es ist unfassbar. Die Leute hassen mich wie die Pest, wie es aussieht. Als erstes mal müssen wir verkaufen. Wenn denn mal der Karren kommt. 619, ja, sehr schön. Da gibt es keine Klagen. Und dann gucken wir nochmal nach dem Schutzkreuz. Gibt nur leider gerade keine. Na gut. Dann Importe. Wir nehmen noch jeden, auf jeden Fall noch mal Rohstoffe mit. Weil im Zweifelsfall kann ich die auch im Wagen einfach lagern. Selbst wenn das Lager voll ist. Ich will immer noch kein Duell. Weil dafür bin ich einfach immer noch im Kampf zu schlecht. Tinnef müsste jetzt eigentlich auch bald mit Kampf und bei Nacht und Nebel besser werden. Durch die Ausbildung zum Dieb. Danach kann ich ihn sogar noch studieren lassen, aber das ist theoretisch auch teuer. Na? Ich könnte eigentlich noch einen dritten Wagen kaufen. Aber das wäre jetzt Geldverschwendung, weil wofür? Oh, der Tag ist oben. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Dann haben wir noch genau 3000. Das ist doch gut. 7 Aktionspunkte. Ich weiß zwar nicht, wofür ich jetzt Geld ausgegeben habe, aber gut. Mir fehlen 130 Gulden. Ich sag mal Gulden, Dukaten. Und ich gucke auch mal in die Amtsübersicht. Aber... Nee, das bringt nichts. Selbst mit einem... es gibt ja Gegenstände, mit denen du die... mit denen man die Beliebtheit erhöhen kann. Ne? Also hier unten der Balken, das ist ja die Beliebtheit bei der Person. Man kann die erhöhen auf der untersten Ebene sehr schön durch einen Ring und durch den Kamm. Aber der Kamm ist relativ teuer. Das will ich jetzt nicht ausgeben. Der Ring geht noch, aber wenn schon mal ein Schutzkreuz da ist, können wir das direkt nochmal anlegen. Dann reißen nämlich die tapferen Marktbesucher die Pamphlete gegen mich ab, weil sie ja um meinen durch Gott gewährten Schutz wissen. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Oh, achso, ich verstehe. Ich habe mich gerade gewundert, warum kein Roggen weggeht, aber das liegt einfach daran, dass Dünnbiere keinen Roggen brauchen. Das heißt, Henning, unser Azubi, macht jetzt mal Körnermahlzeiten. Wir brauchen sowieso mal wieder welche. Nein. So, ein neues Produktlager haben wir auch. Ich kann eigentlich mal Lagerplatz bauen. Ich kann auch das Rohstofflager eben machen. Produktlager reicht erstmal. Da haben wir dann noch einen, den wir ausbauen können. So. Dann warten wir jetzt ein bisschen. Und die Dünnbiere sind schon wieder so viel wert. Das ist unglaublich. Ihr dürft einen Lehrgang in der Schweiz besuchen, um so einen ertragreicheren Meistergrad als Geldleier zu erlangen. Ja. Dann machen wir uns mal auf in die Schweiz. Koch Henning hat sich verletzt. Nee, er hat Angst im Dunkeln, arbeitet aber tapfer weiter. Ja. Okay. Dünnbiere sind ja eigentlich schon wieder so viel wert. Also, beziehungsweise jetzt gerade fallen die Preise wieder, deswegen hat sich das Thema... Ich hatte gerade überlegt, ob ich nicht nochmal zum Markt fahren soll, aber jetzt, wo die Preise wieder fallen, nee, nee. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin Geldleier. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Geldleier. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Wechselstube und die Geldleihe. Gezeichnet der Eidgenössische Geldleierverbund. So, 4 Weingeist haben wir noch. 13 Dünnbiere, sehr schön. Dann kann ich eigentlich mal... Nun? Was machen wir?
Was machen wir? Wir können eigentlich mal anfangen... Nee, noch keine Starkbiere. Ich möchte eigentlich die Dünnbiere noch weiter produzieren. Im Augenblick zumindest. Ich überlege... Ihr werdet Opfer eines Taschendiebstahls. So ein Scheiß. Unfassbar. In meiner eigenen Stube, in meiner eigenen Kellerstube, in meinem Wirtshaus werde ich überfallen. In meinem Arbeitsraum. Da ist ein Dieb in den Kellerraum gekommen und hat mich über... Das ist unglaublich. Und meine Mitarbeiter haben zugeguckt. Dafür kriegen die direkt erstmal eine Prämie. Die ist sowieso mal wieder überfällig. So. Ich bin etwas unschlüssig. Ich glaube, der Azubi, der macht jetzt mal keine Körnermahlzeiten. Der macht mal jetzt Weingeist. So. Bei Körnermahlzeiten haben wir jetzt 12 Stück. Das reicht eigentlich für den normalen Hausbetrieb. Aber Weingeist geht halt schon wieder zur Neige. So, 17 Dünnbiere. Da kommen 10 noch erstmal in den Wagen. Aber wie gesagt, nicht, dass dann jemand einbricht oder der Kaiser wieder vor der Tür steht und 12% meiner Waren einkassiert oder die Mitarbeiter mal wieder die Tür offen lassen oder was da so alles passieren kann. So haben wir die zumindest sicher. Dann haben wir noch ein paar im Gastraum. Die können dann die Leute kaufen. Apropos kaufen. Oh. Ja, dann spielen wir jetzt erstmal eine Runde. So, her mit den Würfeln. Wir spielen erstmal um wenig Geld. So. Was haben wir? 4, 5. Ja, natürlich. 10. Oh, cool, ich habe gewonnen, weil er ist über die Zahl gekommen. Was hatte er denn jetzt? 4, 8, 9. Ach Quatsch, 4, 8, 12. 13, 18. Ja, einer zu viel. Und es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Verdammt, ich wollte eigentlich noch... Na gut. Tinef ist immer noch in der Ausbildung. Ich glaube, ich muss nochmal einen neuen Spion losschicken. Genau. Na gut, so, dann wollen wir mal gucken. Immer noch das Silberbesteck. Aber erstmal die Destillierie-Erlaubnis, die bringt einfach mehr. Die hat ein 15% höheres Gästeaufkommen, während das Silberbesteck nur 10% hat. Und wir können mal renovieren, denn renovieren ist auch maßgeblich wichtig für die Menge an Besuchern. Die Leute sitzen lieber in einem befestigten Haus als in so einer Bruchbude. Kann ich auch irgendwo verstehen. So, und jetzt muss der Preis für Dünnbiere noch schön steigen. Renovierung des Hauses abgeschlossen. Schön, schön. Ja. Nein. Ich will nicht an einem Waldstück. Ich bin daran nicht interessiert. Oh, direkt nochmal 3. Cool, cool. So, dann haben wir jetzt gleich 20 Dünnbiere im Karren. In die Karren passen nicht mehr. Und, oh, mitten auf der Straße finde ich einen Beutel mit 520 Dukaten. Schön, schön. Kann man auch nichts gegen sagen. Und dann schicken wir den Karren schon mal zum Marktplatz. Beide Karren. In der Hoffnung, dass der Preis jetzt bald wieder steigt und auf über 500 geht. Und dann verkaufen wir auch direkt. 540, wunderbar. Ne? Da kann man nicht klagen. Also,
Erste können wir nochmal mitnehmen. Ich könnte auch Weingeist mitnehmen, aber eigentlich nee. Ich produziere den lieber selber und investiere mein Geld in sinnvollere Dinge. Zum Beispiel die Renovierung meines Hauses. Und... ach so, anbauen kann ich gerade nicht. Das ist ja doof. Na gut, dann muss ich eben warten. Aber ich kann auch ein bisschen Geld investieren in meine... in mein Wirtshaus. Ich meine, gerade sind wir ein bisschen liquide. Hier haben wir alles erweitert. Im Gastraum können wir nur noch das Silberbesteck. Das können wir jetzt aber direkt mal mitnehmen. Spione sind noch unterwegs. Und eine Runde 17. Ja, auf jeden Fall. Und ich riskiere etwas, dann ich spiele um Haus und Hof. Ja. Ja. Wie, leider seid ihr nicht mit Glück gesegnet. Ach so, der hat... ja, okay. Die Julia. Die Julia hat mich über den Tisch gezogen. Ich spiele nochmal um Haus und Hof. Was haben wir? Mathe und ich, das sind zwei Dinge. 12! Ja, doch, komm, einmal würfeln wir noch. 17! Supi! Meine Würfel sind gut. Sehr gut. Ja, so ein kleines Minigame ist auch cool gemacht. Also ist nicht aufwendig, aber ist schon, ne, ist eine schöne, nette Abwechslung. Mal so für zwischendurch. 5 Weingeister, 4 Dünnbiere, 12 Körnermahlzeiten, sehr schön. Das Lager ist auch gut gefüllt. Zu erweitern gibt es jetzt hier nichts. Ich warte jetzt eigentlich noch darauf, dass hier die Renovierung fertig wird. Dann können wir nämlich mal ans Haus das Portal dran setzen. Ist abgeschlossen. Genau. So, dann bekommen wir nämlich pro Runde einen Aktionspunkt mehr. Neue Räume? Nee, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Nee, nee, da warten wir noch ein bisschen mit. Handwerkskunst können wir noch nicht. Verhandeln geht aber. Das nehmen wir auch direkt mit. So. Oh, jetzt sind die Dünnbiere schon fast 600 wert. Das ist ja schon... oh. Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Ah, die Brennnesseln. Und die Destillierlaubnis. In einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Rosenstrauch, natürlich. Einbruchschutz. Für 300, da kauft man auch gerne schon mal einen Rosenstrauch. Sind die immer noch unterwegs? Tatsächlich. Vielleicht gibt es im Moment keine Verbrechen. Vielleicht begeht keiner welche. Wer weiß. Aber ich glaube, ich kann meinen Lehrling jetzt zum Gesellen schlagen. Nee, noch nicht. Erst in 2 Jahren. Okay. Aber ihr könnt mal eine Prämie bekommen. Und damit ich auf plus minus 0 rauskomme, dann machen wir mal 40. So. Ja, ich hätte jetzt eigentlich lieber 48. Dann hätte ich genau... aber naja. Man kann nicht alles haben. Auf 570, das ist schick, schick. Aber ich verkaufe die jetzt noch nicht. An einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. Oh, das Portal ist fertig, das ist sehr gut. Dann bekomme ich den zusätzlichen Aktionspunkt schon jetzt in dieser Runde. Juhu! Ganz herzliche Gratulation. Wenn eure Fähigkeiten im Talent verhandeln, durch die Lektüre des Buchs Kleingedrucktes für Kleindrucker gesteigert. Ihr seid jetzt ziemlich gut. Ja, natürlich bin ich ziemlich gut. Sieh dir meine Barschaft an. Eine Erweiterung an einem eurer Gebäude ist fertiggestellt. So. Und da ist auch der Bonus-AP für das Haus Mauerwerk. Läuft. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Und so wie es aussieht, ist mein Kind mit der Ausbildung fertig. Genau. Ich kann ihn jetzt studieren lassen. Was wird das denn kosten? Es kommt ein bisschen darauf an, was es kostet. Studium. Das geht ja noch. Was wäre denn gut für ihn? Also Kampf und bei Nacht und Nebel wäre gut.
Bei Nacht und Nebel Rhetorik, Rhetorik Kampf, nein. Rhetorik Kampf bei Nacht und Nebel verhandeln. In unserer unendlichen Gnade haben wir entschieden und verfügt, dass ihr von nun an den folgenden Titel tragen dürft. Patricia. Also ich plane ja später auch mit Tinef zu spielen. Deswegen macht es jetzt durchaus schon Sinn, ihm was da die Ausbildung zu finanzieren, auch eine vernünftige Ausbildung. Und so wie es aussieht, stirbt meine Frau sowieso bald. Dann erbe ich und dann kann ich mich auch aus dem Fenster stürzen, denn Tinef ist schon alt genug. Ich guck mal, ich muss schauen, wie sich das entwickelt. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Oh, schön, schön. Patricia. So. Jetzt will ich gerade erstmal schauen, wie sieht's denn hier aus? Ja, Preis ist... Naja. Na toll, ich muss Kirchenzehntgelder nachzahlen. Hurra! Das macht mich richtig, richtig glücklich. Hey, die Kirche! Spielt euch übel mit. Ja, ja. So. Ich glaube, wenn ich gleich... ich lasse gleich mal irgendwann die den Weingeist produzieren. Dann fülle ich nochmal mein Lager auf, um dann die Starkbiere zu produzieren. Dann zieht sich das auch nicht mehr so sehr. Denn wie gesagt, bis jetzt hat sich das Spiel ja ein bisschen gezogen, auch so ein bisschen wie Kaugummi. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich die ganze Zeit auch ein bisschen quatsche und ein bisschen abgelenkt bin oder zumindest nicht ganz so konzentriert, wie ich sonst spiele. Aber... muss man halt durch. Und es scheinen wirklich keine Verbrechen zu geschehen. Also die Spione finden zumindest nichts. Das ist unglaublich. Ja, jetzt können wir mit den Aktionspunkten nicht mehr viel machen. Furcht einflößen. Ich kann jemandem Furcht einflößen. Cool. Ja, Bürgerhaus. Jemanden erpressen und Anklage erheben. Dafür habe ich nicht genügend Beweise. Ich glaube, daran würde auch Furcht einflößen scheitern. Kann ich hier noch was erweitern? Ja, den Wachhund, aber auf den verzichte ich mal noch. Es geht aufwärts mit dem Preis, beziehungsweise, nee, gar nicht wahr, von 471 auf 468. Das ist nicht so gut. Jetzt sind wir schon wieder bei fast 500. Aber ich sage ja, wenn ich dann gleich verkaufe, wenn ich dann jetzt verkaufen fahre, dann werde ich meine Produktion auch umstellen. Komplett auf Weingeist. Beziehungsweise ich lasse mal zwei Weingeist produzieren. Genau, ich lasse mal einen noch Dünnbiere machen, dass wir vielleicht noch so ein oder zwei im Lager haben für die Gäste dann abends. Und ansonsten produziere ich dann gleich mal die Starkbiere. Die bringen ein bisschen mehr Geld. Oh. Okay. So, da ist der richtige Wagen. 501, der Preis ist schon wieder ein bisschen gesunken. Dann verkaufen wir mal ganz schnell wieder. So. Und dann nehmen wir mit, was wir kriegen können. So. Ja, ich vermute mal, also auch so mit Bewerben auf Amtsebene und so, das wird in dieser Generation nicht mehr geschehen. Da werde ich auf jeden Fall warten müssen, bis Tinef soweit ist. Ich kann ihm eigentlich auch schon mal ein Geldgeschenk machen. Dann haben wir nachher weniger Erbschaftssteuer. So, wir haben jetzt nochmal ein Dünnbier und Feierabend. Das ist aber doof. Ich wollte gerade sagen, lass mal den mal noch eins produzieren und dann ziehen wir die ab, aber ja, war wohl nix.
Ja. ...5700 Dukaten. Das ist in Ordnung. Das ist solide. Und die Spione finden einfach nichts. Es gibt keine Verbrechen mehr. Es ist unglaublich. Wir können nochmal eine Runde 17 spielen. Her mit den Würfeln. Wir spielen um Haus und Hof. Ein bisschen Glücksspiel muss ja sein. 9, okay. Julia hat, ja, irgendwas. Können wir ja nicht sehen. Oh, jetzt wird's tricky. 12. Ja, hoffen wir mal, dass wir jetzt keine 6 bekommen. Ja, das ist optimal. So bleiben wir. Ja. Nur wieder ein bisschen was nebenher verdient. Um Haus und Hof gespielt. Julia über den Tisch gezogen. Passt. Ja. Wenn ich mal so einen Blick auf die Uhr werfe, dann sieht es auch danach aus, dass diese Folge auch schon wieder vorbei ist. Das heißt, wie es jetzt morgen aussieht und wie wir dann dastehen, wenn ich dann die Starkbiere produziere, das erfahrt ihr dann erst in der nächsten Folge. Aber ich möchte mit euch noch kurz die Abrechnung durchgehen oder zumindest anschauen. Durchgehen gibt es ja nicht so viel. Gewinn von 4.155, im Barvermögen von 8.100. Ist in Ordnung. Und ja, Tinef wird noch Wissen eingeprügelt in der Universität. Tinef studiert noch. Und ansonsten sieht es doch schon mal ganz gut aus. Deswegen danke ich erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.